Vielleicht ein Thema, wo jetzt nicht jeder nachts wach liegt und sich fragt, um Gottes Willen, wie lange hält denn mein Content? Ich fand das Video allerdings trotzdem super spannend für euch und das hatten wir auch noch nicht auf meinem Account hier. Also, wie lange hält Content auf Instagram? Wenn ich von halten spreche, heißt das aktiv ausgespielt von Instagram. Es gibt natürlich Content, der wird immer noch gefunden, wenn Leute auf euer Profil gehen, runterscrollen und natürlich auf Content von euch klicken. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass dieser gefunden wird. Allerdings rede ich jetzt erstmal vom Homefeed. Wir reden aber auch später noch von anderen Möglichkeiten, wie Content denn hält und dass es auch Content gibt, der für immer hält, also für immer aufgefunden wird sozusagen. Denn ob du jetzt ein Karussell postest, ein Reel, ein Live, ein Bild, eine Grafik oder sonst irgendwas, jeder Content hat eine völlig unterschiedliche Haltedauer auf Instagram. Warum ist das überhaupt so? Also erstmal müssen wir ja feststellen, dass auf Instagram wahnsinnig viel Content produziert wird. Bei hunderten Millionen aktiven Usern können wir ja gar nicht, auch nicht mal im Ansatz, jeden Content konsumieren. Das fängt schon dabei an, wenn du 400 Leuten folgst und jeder von denen postet einmal die Woche. Du müsstest 400 Beiträge die Woche sichten. Das geht vielleicht gerade noch so. Wenn du allerdings jetzt davon ausgehst, dass jeder dieser 400 Leute einmal am Tag postet, dann hast du schon fast keine Chance mehr, überhaupt jeden Content, der gepostet wird, selbst von nur von diesen 400 Leuten zu sehen. Instagram möchte auf der anderen Seite natürlich auch immer wahnsinnig aktuell bleiben und geht davon aus, dass wenn ich jetzt gerade was poste, das aktueller ist, als wenn es jemand gestern gepostet hat, selbst wenn es das gleiche Thema ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Meins ist wahrscheinlich aktueller, weil ich es ja jetzt gerade erst gepostet habe. Und das siehst du ja auch im Freundeskreis, ja, du brauchst keine Postings von Leuten zu sehen, das schon 2 Monate her ist. Also selbst wenn dein Kumpel oder ein Bekannter von dir irgendwas postet, was 2 Monate her ist, wo er jetzt gerade irgendwas tut, interessiert dich ja nicht. Also klar, wenn er sagt, hey, ich bin Papa geworden und du siehst es 2 Monate später, cool. Aber wenn er sagt, ich bin gerade in einem Restaurant, ist 2 Monate her. Na und? Du merkst aber schon an dieser Tatsache, dass dieser Algorithmus, wenn er nur aktuelle Beiträge bevorzugt, schon etwas überholt ist. Denn es gibt einfach Beiträge, die sind auch längerfristig gültig. Das Ganze nennt man Evergreen. Also klar, eine Hochzeit, ich bin Vater geworden oder sonst irgendwas, interessiert die Leute sowieso länger. Aber 7 Regeln für SEO bei Google sind wahrscheinlich auch noch in einem Jahr interessant. Oder wenn ich dir sage, wie man ein Profil perfekt optimiert bei Instagram, dann ist das wahrscheinlich auch in einem Jahr noch interessant. Es interessiert Instagram aber nicht. Instagram spielt Sachen aus, die aktuell sind. Und damit bezieht sich Instagram auf die zeitliche Aktualität, nicht themenrelevant. Das können die überhaupt nicht bewerten. Wenn du mir also Tipps gibst, die heute funktionieren oder in einem Monat oder in einem halben Jahr noch funktionieren, wie zum Beispiel, wie bekämpfe ich Rückenschmerzen, ist wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren exakt der gleiche Tipp oder 5 Jahre, dann hätte das auf Instagram trotzdem keine längere Lebensdauer. Man kann die Lebensdauer von Beiträgen erhöhen, indem man sie liked. Dann werden sie auch ein bisschen länger ausgespielt und vor allen Dingen auch bei YouTube-Videos. Es gibt Videos von mir, die sind Jahre alt und kriegen trotzdem noch Views, weil Menschen wie du zum Beispiel dieses Video hier liken und es zu mehr Leuten dadurch auch ausgespielt werden kann. Kommen wir mal zu den einzelnen Haltedauern im Homefeed. Reels halten einige Wochen, teilweise einige Monate. Ich habe das Beispiel schon oft gebracht. Ich hatte mal einen Tag, da sind 4, 5 Reels alle gleichzeitig viral gegangen und alle waren über 3 Monate alt. Keine Ahnung warum. Ich gehe davon aus, dass es so einen Topf gibt an einem Thema und wenn da nicht genug drin ist, werden halt alte Sachen nachrücken. Also wenn nichts Aktuelles mehr da ist, kommen halt alte Sachen nach. Das heißt, wenn du eine Nische bedienst, dann kann es immer noch sein, dass dein Reel nach 3, 4, 5, 6 Monaten viral geht, weil zu deiner kleinen Nische aktuell nichts anderes existiert, sich aber jetzt gerade viele Leute dafür interessieren. Das nächste sind Karussellposts. Da kann man es nicht ganz genau sagen. Es sind auf jeden Fall mehrere Tage, teilweise 3 bis 5 Tage, wo ich das speziell auch bemerkt habe, die Statistik das auch so ein bisschen beweisen lässt. Es ist aber auf jeden Fall mehr als 2 Tage. Ein Single-Posting hält maximal 1 bis 2 Tage, also da ist so ein bisschen die Grenze. Ein Live-Video, was du hochlädst, hält tatsächlich nur 0 bis 24 Stunden. Es kann also sein, dass es nach einer halben Stunde schon nicht mehr ausgespielt wird. Deswegen bekommen hochgeladene Lives auch mit Abstand am wenigsten Aufrufe. Und 2 Dinge noch, die eine unendliche Haltungsdauer haben, sind deine Highlights und deine Profilbeschreibung. Viele Leute kümmern sich ja gar nicht um ihre Highlights. Allerdings sind Highlights, die gut positioniert sind, wahnsinnig wichtig, weil die Leute klicken auf Highlights. Und du kannst über Highlights sogar verkaufen, passiv verkaufen. Du kannst einen eigenen Highlights-Funnel bauen und 1000 verschiedene andere Sachen noch. Darüber mache ich gerne nochmal ein extra Video. Im Explore
kannst du all diese Zahlen, die ich dir gerade genannt habe, in mehreren Tagen etc., komplett vergessen. Und wenn ich von Explore rede, rede ich jetzt auch einfach mal von Hashtags Explore. Also von Hashtags und dem klassischen Explore. Es gibt Beiträge in Hashtags, wo halt auch einfach nicht viele andere Beiträge sind, die dort seit Jahren sind. Such mal nach einem Hashtag, der unter 100 Beiträge hat. Du wirst da natürlich Postings drin finden von 2016 oder keine Ahnung von wann. Demnach ist die Haltedauer, wenn du das mit Hashtags oder dem Explore verknüpfst, losgelöst. Wir reden also immer von Homefeed und von der restlichen Reichweite. Und wenn du jetzt mal das Experiment selber machst, von den Hashtags, das kann man ja noch relativ leicht machen, und das gleiche mal für den Explore machst, gehst also auf die kleine Lupe, oben wahrscheinlich auf Abbrechen, wenn du in der letzten Zeit was gesucht hast, dann bist du im Explore. Und jetzt klick mal die Beiträge durch und du wirst sehen, dass ganz viele alt sind. Also tagelang. Manche sind wochenlang da drin. Und das ist halt was, was deine Beiträge langfristig wahnsinnig pushen kann, wenn du im Explore oder in den Hashtags langfristig gerankt wirst. Bei den Hashtags ist es aber so, dass du bei größeren Hashtags, wo auch viel gepostet wird, die wirklich relevant sind, nie wirklich lange drin bist. Also da hast du mal eine Haltedauer von 1-2 Stunden, wo du in den Top-Postings drin bist und das war's. Aber keine Wochen. Aber im Explore kannst du wochenlang ranken. Und dort sind dann halt auch Einzelbilder oder Einzelgrafiken, die wochenlang ranken. Dort sind dann aber auch Karussellposts und Reels und alles ist da drin. Also im Explore findest du alles. Das heißt, tendenziell kann jeder Beitrag extrem lange ranken, wenn du es in den Explore schaffst. Wie man in den Explore kommt, ist eigentlich ganz einfach. Du musst Beiträge produzieren, die so ähnlich aussehen wie die anderen, die im Explore sind und dann auch noch gutes Engagement bekommen. Weil dann sieht der Explore immer irgendwie so ein bisschen gleich aus. Mein Tipp für dich, ganz ehrlich, wie schaffst du es, möglichst Beiträge zu erstellen, die langfristig sind? Kümmere dich um deine Instagram-Story und mach geile Highlights draus. Und versuche, wenn du jetzt zum Beispiel Coach, Experte etc. bist, über deine Highlights eine Story zu erzählen, über die du dann verkaufst. Also du erklärst ein bisschen dein Produkt, zeigst aber auch deine Testimonials, so wie du es auch nach dem AIDA-Modell ganz normal aufbauen würdest. Attention, Interesse, Desire, Action. Und das versuchst du über 4 Highlight-Blöcke zu machen. Das musst du ja nicht sofort alles über die Story posten. Du kannst das ja nach und nach machen und so das einfach mal durchplanen. Denn dein Highlight bleibt einfach für immer bestehen, bis du es änderst. Und das ist extrem geil und extrem wichtig, weil es ja sogar über deinem Feed angezeigt wird. Der zweite Punkt ist, gib dir wahnsinnig viel Mühe mit deinem Profil. Auch da kannst du einen Funnel bauen. Ja? Erste Zeile, zweite, dritte, vierte, wieder AIDA-Modell oder whatever und dann auf deine Homepage leiten. Oder auf deine Beiträge liken. Oder sonst irgendwo drauf leiten. Das ist erstmal völlig egal. Aber diese beiden Sachen sieht jeder Profilbesucher und zwar für immer. Jeder Beitrag sorgt passiv dafür, dass Leute auf dein Profil kommen. Und jeder dieser Profilbesucher sieht ja dein Profil. Das heißt, das ist Content, der immer angezeigt wird. Und bald können wir wahrscheinlich sogar Beiträge fixieren, denn wie ich in meinem letzten Algorithmus-Update auch schon berichtet habe, können wir unseren Feed verschieben. Und danach oder währenddessen kommt wahrscheinlich auch, dass wir Beiträge fixieren können. Und das sind dann die wichtigsten Beiträge überhaupt, was man da alles machen kann und so. Das erkläre ich in dem Algorithmus-Update-Video, mache ich aber auch nochmal ein eigenes Video drüber. Wenn es dann soweit ist, wenn wir es dann wirklich fix haben, dann mache ich auch ein Video über fixierte Beiträge. Und der nächste wichtige Hinweis ist, bau ab und zu Karussell-Postings ein, weil die einfach eine höhere Lebensdauer haben. Du kannst sagen, wenn du jetzt ein Bild postest und du brauchst dafür einen halben Tag Arbeitszeit und du bräuchtest für einen Karussellpost 2 Tage Arbeitszeit oder 1 Tag Arbeitszeit, also brauchst du einfach doppelt so lang oder dreimal so lang, dann lohnt es sich meistens, weil die auch länger ausgespielt werden. Wenn du jetzt meine besten Tipps für 2022 haben möchtest, wie man Follower aufbaut, klick auf jeden Fall hier. Wir sehen uns dann da. Haut rein, bis dann, euer Sebiforce. Ciao.